Also ich habe gerade ein Workout geballert und ich wollte noch mal ein Review-Video machen von Body IP Perfect Whey. Und zwar soll es schmecken wie eine Süßigkeit. Moment. Also erstens, ihr habt es hier, das ist der Kids Country Geschmack. Genau, und weil ich mit diesen Namen echt verwirrt war, habe ich quasi alle drei besorgt. Einmal Ice Whey, einmal normales Whey und einmal Perfect Whey. Feedback von den Namen ist das relativ kompliziert, aber irgendwie auch aussagekräftig. Also was soll's. Auf der Website ist es echt schwer, sich zurechtzufinden. Also schmeckt es wie eine Süßigkeit? Nein. Ist es so cremig wie in diesem Video? Vom Geschmack, von Stückchen, von der Konsistenz. Ich wollte etwas kreieren, das komplett ist wie diese Lieblingssüßigkeit. Nein, kriegt man es cremig hin? Die Verzehrempfehlung ist mit Wasser. Es schmeckt auch eigentlich relativ okay, aber ich bin echt Body Attack Freund. Ich würde sagen, das am geilsten schmeckendste Protein ist von Body Attack. Ich habe mehrfach Produkte ausprobiert. GSN Protein, Body Attack. Pros ist vom Geschmack her alles nicht so fein. Jetzt das Body IP Protein. Ich bin echt ein Werbeopfer. Also haben wir quasi das gekauft, weil es einfach so geil ausschaut in der Werbung. Meine Freundin hat mal eins mit Kefir gemacht. Das war auf jeden Fall ähnlich cremig. Und auch danke an euch von Body IP. Ihr habt es mir auch extra auf Instagram geantwortet. Man sollte es mit Milch oder irgendwas schon dickflüssig machen, dann bleibt es auch cremig. Also kann man es geil nach dem Workout trinken? Ich persönlich finde nein, weil diese Kids Country Stücke, die machen Stress beim Trinken. Weil ja, du willst dir irgendwie, ich muss nur kurz auf die Uhr schauen, hab's schon eilig, aber gleich einen Termin. Ich will mir nach dem Workout schnelles Protein reinballern, weil ich einfach Durst habe und richtig Bock habe. Und ich mich auf den Geschmack freue. Hier musst du aufpassen, dass du nicht erstickst, weil du kleine Kids Country Stückchen drin hast. Deshalb von meiner Seite, schade, nicht wirklich zum Trinken gemacht, weil da ist ja kein Trinksieb drin. Sorry, dass es in unserer Küche gerade so aussieht. Deshalb aber da ist ja kein Trinksieb drin. Das heißt, wenn du das da runterkippst, dann hast du ja auch nichts von den kleinen Stückchen, weil du schluckst ja einfach entweder direkt mit oder du musst irgendwie deine Zunge oder deine Zähne vorschalten, dass du sie danach in Ruhe noch kauen kannst. Aber das ist echt suboptimal für Workout und vielleicht noch für ein bisschen Zeitstress. Deshalb geschmacklich würde ich sagen, mir 7 von 10. Usability-technisch für ein Protein, mega geil, eher weniger, vielleicht eine 3 von 10. Aber ja, wenn man auf crunchiges Zeug drin steht, vielleicht geil. Am besten wahrscheinlich, was echt geil ist, wenn du es mit körnigem Frischkäse anrührst oder einfach mit einem Skyr oder mit irgendeinem anderen Joghurt oder einem Soja-Joghurt. Genau, das ist geil, das ist vom Geschmack her auch. Und da würde ich sogar sagen, es könnte ein bisschen noch eben intensiver sein vom Geschmack. Ansonsten ja, mega geile Verpackung, 10 von 10. Gesamt kann man ausprobieren, für mich kein Muss. Danke. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Review-Videos haben wollt, von Zeug, das ich allgemein benutze, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es geil, Proteinpulver, zumindest eins nach einem Kraftworkout, finde ich top. Sonst versuche ich eigentlich darauf zu verzichten. Früher habe ich viel mehr davon genommen. Deshalb, jo, passt. Macht es ganz gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald, ciao.